Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Schdissel seid. Ich freue mich sehr. Wir machen heute erstmal ein bisschen weiter mit dem Beet hier, dass wir das zu Ende kriegen. Und ich dächte eigentlich auch, dass ich irgendwo, ja, da hinten so einen Steinhaufen schon mal vorbereitet habe. Ein kleines bisschen habe ich weitergemacht. Hier hinten die Lücke im Boden ist finito. Hier drüben noch etwas, aber noch nicht komplett. Ich muss sagen, das klappt echt gut. Die sind alle glücklich. Wir sehen es überall drei Stück drin. Einer geht natürlich noch. Und hier drüben. Ich habe jetzt angefangen, hier doch nochmal eine Mauer zu ziehen, weil ich finde, das sieht einfach ein bisschen professioneller aus. Anstatt einfach nur, ja, das Gelände halt drunter zu haben. Kostet natürlich auch nochmal eine Menge Zeit und eine Menge Stein. Oh nö, jetzt liegt das da unten drin. Ich möchte jetzt nicht ins Wasser, dann sind wir wieder nass. Ja, deswegen werde ich das so nochmal drumherum ziehen. Sieht irgendwie geil aus. Warum liegen denn da so viele Steine? Weiß auch nicht. Ja, werde ich drumherum nochmal komplett so machen. Und dann haben wir es irgendwann endlich mal geschafft. Dann können wir uns hier langsam mal wieder an den Bau von coolen Gebäuden machen. Freue ich mich auch drauf. Wir haben lange nichts mehr erbaut. Ziemlich lange. Wird mal wieder Zeit. Achso, jetzt müssen wir mal schauen. Der Steinmetz steht hier hinten. Ohne den geht natürlich gar nichts. Wir haben nicht genügend Ausdauer, um den Steinmetz abzubauen. Na super. So, futter dir nochmal ein bisschen was rein. Bin leider nicht ausgeruht. Habe ich vergessen zum Anfang der Folge. Ist aber nicht so schlimm. Wir rennen ja hier nicht so extrem viel rum. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Wir müssen erstmal den Steinmetz bauen. Zack. Und dann würde ich das Ganze natürlich... Ich hasse das immer, wenn du dieses Ding dann die ganze Zeit vor der Nase hast. So, wir kriegen ja auch nochmal eine Menge Stein hierbei raus, weil das muss ja alles weg. Jetzt müssen wir mal überlegen, wir können schon wieder keinen Stein mehr aufnehmen. Zack, haben wir noch eins. Komm, wir setzen gleich zwei. Nimm das mit, so. Ich möchte das Ganze natürlich größer ziehen. Jetzt ist die Frage. So, hier würde ich es nicht unbedingt größer machen, weil dann kommt unser Steinkreis in die Richtung auch nicht. Ich würde sagen, wir ziehen das einfach ein bisschen nach hier hinten. Natürlich auch keine Lust, die ganzen Portale jetzt einzureißen, aber wir werden nicht drum herum kommen. Also wir bauen hier ein bisschen das Beet, je nachdem wie viel Zeit bleibt, machen wir uns dann weiter auf die Suche. Nach dem schönen, guten Händler. Gut, aber schönes weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall schöne Sachen. Und da gucken wir vorher mal, wie es aussieht, zwecks Boot. Ob wir uns ein neues bauen können, damit wir das Ganze dann auf der See erkunden können. So, wie macht man das? Hauen wir die Portale jetzt weg? Ja, müssen wir. Ich wollte es ja größer haben. Am besten schon noch, keine Ahnung, vielleicht bis dahin oder so. Dass sich der Anbau hier definitiv auch lohnt. So, wir gucken nochmal ganz kurz. Ich versetze die gleich so direkt. Hier haben wir Händler. Bevor ich wieder irgendeinen Namen vergesse. Jetzt kann ich die Edelholz nicht aufnehmen. Ach, Mann. Habe ich schon wieder so viel Stein? So. Portal. Ich setze die jetzt einfach mal hier hinter. Wir nennen die direkt um, damit es hier nicht wieder irgendwelche Schwierigkeiten gibt meinerseits. Zack, haben wir. Dann dich nochmal. Das andere können wir erstmal kurz stehen lassen. Scheiße, jetzt habe ich nicht nach dem Namen geguckt. Was haben wir denn hier? Wir haben Sumpf, dann müsste das ABC sein. Habe ich mir zum Glück doch noch gemerkt. So, ich glaube, die stehen falsch rum, ne? Aber naja. So, das ist auf jeden Fall verbunden und das müsste sich... Ja, perfekt, passt. Ja, komm, wenn wir jetzt einmal dabei sind, machen wir auch das noch weg. Sonst sieht es ja auch irgendwie doof aus. Und du noch hier hin. Und dein Name war Sumpf. Haben wir es jetzt. Komm, verbinde dich. Jawohl. Sehr schön. Jetzt habe ich natürlich die Dinger genau in den Weg gelegt. War wieder optimal. Von mir gemacht. So, der Steinmetz ist schon wieder zu weit weg. Ist immer ein bisschen... Ein bisschen nervig. Also den Radius könnte man, ich hatte es ja letzte Folge schon erwähnt, definitiv etwas erhöhen. So. Stein an Stein. Ah, ich finde das cool so mit der kleinen Stufe. Sieht nicht ganz so brachial aus, wie wenn wir es komplett setzen. Und sobald wir rennen, wenn wir laufen, geht es nicht. Aber sobald wir rennen, kommen wir drüber. Finde ich eigentlich so an sich ganz geil. Was ist denn hier? So, würde ich mal sagen, bis hierher und nicht weiter.
Dann haben wir noch eine einigermaßen coole Größe. Können schon wieder keinen Stein mehr aufnehmen. Dann bauen wir erstmal schnell ein bisschen Mauer. Zack. Kriege ich das irgendwie ordentlich herangesetzt? Jetzt ist der Stein mit zu weit weg. So. Komm, mach. Nein, das war verkehrt. So ist richtig. Wie weit geht denn der Steinmetz? Der geht nur bis hier. Ne, das Ding war ein bisschen tief. Wir müssen halt immer auf die Seite gucken, aber dann sind wir gleich außerhalb des Steinmetzes. Das Ding ist grün, das gefällt mir nicht. Wir haben vereinzelt, aber ganz, ganz wenig grüne Bodenplatten. Die müssen wir dann früher oder später mal rausreißen, ein bisschen Erde drunter aufhäufen. Weil ich möchte das schon alles blau haben. Das soll natürlich verbunden sein. Ich möchte hier nicht so ein Fusch als Basisgrundlage haben. Das muss ja nicht sein. Ich glaube, hier müssen wir nochmal reinprügeln. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Auf der Seite ist es dann... Aber gut, so, ja, so geht's ja auf. Ja, passt. Du dahin. So, cool. Wir werden das dann hier auch alles mal noch etwas begradigen. Die Erde. Bin halt echt froh, dass das gefixt wurde. Dass wir hier mit dem Teil... Wie hieß denn das Ding überhaupt? Hacke? Weiß es gar nicht. Hacke, ja. Ja, dass das Bodenbegradigen etwas einfacher gemacht wurde. Das war am Anfang halt wirklich ein ganz schöner Krampf. Und ich muss sagen, mittlerweile funktioniert das echt geil. Man braucht sich halt wirklich nur auf die richtige Höhe stellen und... klickt wie wild um sich herum und alles sieht einigermaßen ordentlich aus. Haben wir hier wieder grüne dabei. Guck mal, die sind zum Beispiel schwarz, obwohl hier eine riesen, schwarz-blau, obwohl hier eine riesen Lücke drunter ist. Und das Ding, wo nur eine kleine Lücke drunter ist. Ah ja. Habe ich hier noch Steinmetz. Zack. Zack, geil, haben wir es doch noch geschafft. Nein, der hält nicht. Das heißt, wir müssen aufhäufen. Die werden jetzt wahrscheinlich alle nicht halten, ja, dachte ich mir. Gut, dann müssen wir hier noch etwas mal diesen machen. Und dann sieht das doch schon mal gut aus. Wir haben die Umrandung. Das heißt, die Bodenplatten jetzt noch raus. Wir müssen das Ding mal wegreißen, aber wir werden das... Na gut, da steht noch eine und da drüben, vielleicht reicht's ja. Die habe ich ein bisschen eingebaut hier. Ich finde aber, hat irgendwie auch was. Ich würde sie jetzt nicht an der Stelle hier stehen lassen, aber... kann man sich ja für andere Gegenstände mal überlegen, ob man das irgendwie stylisch aussieht, wenn man die so einbaut. Wir sollten vielleicht auch mal was essen. Wer weiß. Hat man eventuell mehr Ausdauer, könnte aber auch ein Gerücht sein. Aber cool, so haben wir jetzt eigentlich relativ viel Stein wieder, dadurch, dass die Platten raus sind. Wo haben wir es denn? Hier vorne. Zack. Bleiben in der Luft? Ne, bleiben sie nicht. Wäre auch zu cool gewesen. So, du dahin. Jetzt nimm mal hier noch den Stein auf. Es müssen ja Minimum 100 sein. 33, 66. Naja, wird schon irgendwie passen. Das freut mich. Dann kriege ich mit dem Stein zwar noch nicht komplett fertig, aber ich denke mal, die Ecke da hinten schon einigermaßen in Richtung Ende. In Richtung fertig, in Richtung was auch immer. Brauche ich nicht mehr ganz so viel Stein suchen. Das geht mir nämlich mittlerweile echt ein bisschen auf die Eier. Also ich meine, ich habe mir halt auch ein Riesenprojekt vorgenommen. Machen wir uns nichts vor, schaut euch das an. Das sind, keine Ahnung, 1 Million Stein. Aber irgendwann geht es einem ziemlich auf die Nerven. Obwohl ich sagen muss, dass wir dadurch mit Dings hier, Spitzhacken, mittlerweile auf der 69 sind. Das ist schon ziemlich, ziemlich geil. So, noch einen Steinblock können wir nicht bauen. Das heißt, ich würde gerne begradigen. Jetzt müssen wir mal überlegen, auf welcher Höhe. Ui, nicht hängen. Eigentlich schon so die Höhe, oder? Wir probieren das jetzt einfach mal. Brauchen echt mehr Ausdauer. Also eigentlich können wir ohne Ausgeruht-Skill nicht mehr rumlaufen. Kriegen wir das hier auf dieselbe Höhe? Wenn die Unterschiede natürlich zu krass sind, dann macht das nicht.
Hier sieht's, obwohl wir haben, glaube ich, hier einfach noch nicht genau. Man könnte natürlich auch noch eine dritte Zutat essen, dann würde das ja auch schneller laufen. Ich glaube, das machen wir jetzt mal. Diese ganze Zeit, die Low-Ausdauer ist irgendwie nicht unbedingt förderlich, um hier voranzukommen. Ich sehe schon, wir kommen heute gar nicht dazu, den Händler zu suchen, aber das muss auch mal gemacht werden. Und so ein bisschen Abwechslung ist doch auch geil. So, wie wär's mal mit etwas Fleisch? Na, sieht schon besser aus. Ach komm, wir setzen uns jetzt noch kurz hin. Ja, wir machen das Beet fertig, dann schauen wir mal wegen Boot. Dann gehen wir wieder ein bisschen auf die Suche nach dem Händler. Und dann würde ich sagen, dass wir immer so... Wir müssen ja eh ab und zu mal mit Portal wieder zurück, weil halt Inventar voll und wir müssen es leer machen. Dass wir das dann einfach so ein bisschen abwechseln. Wenn wir dann wieder zu Hause sind, ein kleines Stückchen anfangen zu bauen. Ein paar Minuten und dann wieder auf die Suche gehen. Und wenn wir zu Hause sind, machen wir weiter, weil wir haben jetzt unendlich Platz. Ich möchte ein riesengroßes Haus hier auf der Seite haben. Und irgendwo noch ein Portalhaus für die ganzen Portale. Das Ding sieht hier mittlerweile auch irgendwie ein bisschen verloren aus. Mal gucken, was wir da noch Schönes machen. Und hier wollte ich das Dach auch endlich mal noch zu Ende ziehen. Und da sind auch noch so ein paar kleine Sachen, die ich schon viel zu lange vor mir herschiebe. So, irgendwie sieht der Ausdauerbalken immer noch kacke aus. Wir haben doch drei Sachen gegessen. Gut, sind jetzt nicht die hochwertigsten Geschichten, aber naja. Zumindest schon mal besser als vorher. Aber ich glaube, hier geht es trotzdem... Naja, einigermaßen gerade ist es. Ich meine, es ist ein Beet. Hier geht es ganz schön runter. Wahnsinn, dass das so viel Ausdauer verbraucht. Hier, das gefällt mir irgendwie noch gar nicht. Ne, jetzt wird es noch tiefer. Shit. Hier von der Höhe. Müssen wir mal schauen, was wir machen. So. Und ansonsten noch einmal hier... Zack. Da haben wir es gleich geschafft. Und dann sieht das doch definitiv schon mal ein bisschen professioneller aus als vorher. Das ging mir schon so lange auf die Nüsse. Diese hässliche Holzkonstruktion, wo die Bodenplatten auch gar nicht gepasst haben, mit riesen Spalten dazwischen. Und dann halt generell auch einfach viel zu klein. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Bloß die Ecke hier hinten ist noch ein bisschen komisch. Das heißt, hier würde ich einmal mit der Hacke reinhacken. Und dann würde ich einmal mit dem Ding einmal erhöhen. Zack. Und zack. Und dann könnten wir eigentlich mit dem Ding, nimm's doch, auch wieder einebnen. Das ist jetzt, ist es natürlich zu hoch. Krieg ich's noch tiefer? Ja, passt. So. Ah, jetzt haben wir hier so eine Ecke. Mann, das nervt mich. So, wir lassen es jetzt erstmal so. Sieht prinzipiell schon mal nach einem Beet aus, würde ich sagen. Coole Sache. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal so Querbalken ziehen wollen für die Breite oder ob wir es einfach so belassen. Ich würde es jetzt mal so lassen. Wir pflanzen dann irgendwann mal in Zukunft das erste Mal an und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Aber hey, ich finde, es sieht ziemlich geil aus. Freut mich. So, dann lasst mal schauen. Wir brauchen ein Boot und idealerweise hätte ich ganz gerne eigentlich wieder ein großes, weil wir damit einfach schneller unterwegs sind. 80 Bronzenägel. Mein Edelholz, Hirschfell, Harz haben wir auf jeden Fall. Es geht um die Bronzenägel. Lasst mal schauen. Ich glaube, wir hatten noch irgendwo Bronzenägel. Bin mir nicht sicher, ob in der alten Basis, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir einen kleinen Restbestand hatten, wenn wir den nicht irgendwo verbraucht haben. Also, wir haben noch ganze 2 Kupfer oder 9 Bronze. Ich glaube, es waren immer 20 Bronzenägel, die wir herstellen konnten. Auch ein Bronze. Na gut, dann kriegen wir auf jeden Fall 80 zusammen. Ich würde trotzdem nochmal ganz kurz mit euch in die alte Base. Nur um zu gucken, ob wir noch welche haben, weil dann brauchen wir nicht sinnlos Bronze verschwenden. Und generell, um auch mal wieder hier rüber zu schauen. Ich fand das als erste Base gar nicht so schlecht. Also das Langhaus gefällt mir auf jeden Fall. Bin ich auch am überlegen, ob wir sowas in der Richtung nochmal in der neuen Basis bauen. Weiß nicht, ob als Lagerhaus, weil eigentlich ist es als Lagerhaus ziemlich ungeeignet durch die schrägen Wände. Da könnten wir halt, das sieht dann doof aus, wenn wir hier noch Kisten hinstellen, aber wir müssen früher oder später definitiv, sag ich doch, hier sind 10. Ja, wir müssen früher oder später definitiv, mal noch ein größeres Lagerhaus bauen. Weil so langsam wird es eh schon knapp. Wir haben manche Kisten, wo nichts mehr reinpasst.
Wir müssen uns da mal einerseits ein neues System und natürlich auch mehr Platz schaffen. Mal schauen. Ist halt hier ein bisschen, wir können halt nur die Seite machen. Ich muss sagen, mir gefällt das hier echt geil, weil das so mit der Höhe und der Decke und alles relativ gut passt. Aber Platz ist halt nicht genug. Ich finde allerdings halt auch die Fenster zu schön, um jetzt hier noch Truhen davor zu stellen. Aber eigentlich wäre das schon eine Überlegung wert, vielleicht die Fenster zumachen und hier überall nochmal genauso eine Reihe an Truhen hin. Dann hätten wir prinzipiell auch auf der Seite hier mehr Platz. Wir müssten die Dinger nicht immer so hinstellen. Also daher könnten wir mehr entweder davon hinstellen oder eventuell die Kohledinger da drüben. Ja, mal schauen. Ah, es sieht halt so schön aus. Das ärgert mich irgendwie, das wegzureißen. Naja, so, wir haben 10 Bronzenägel. Wir brauchten 80. Ey, geil, da spannen wir gar nichts, weil wir nur 20er-Pakete machen können. Hey, hat sich richtig gelohnt. So. Dann gib mir mal Bronze. So, 50, 70 und 90. Dann können wir 10 schon mal direkt wieder in die Truhe packen. Dann haben wir für irgendwas anderes mal noch ein paar Bronzenägel. Ist ja auch nicht so verkehrt. Dann waren es 30 Edelholz und 10 Hirschfell, ne? Hab ich mir das richtig gemerkt? Ich glaube. Hirschfell natürlich für die Segel. Ein Edelholz für das Holz. So. Scheiße. Wir haben nur 18. Es waren 30, ne? Jupp. Verdammt. Ich war Kernholz, weil ich sammeln. Moment. Ja, so ein bisschen zumindest, weil ich habe etwas Stein im dunklen Wald abgebaut. Keine Axt dabei. Ja, da ist die Folge schon wieder fast rum. Aber naja, wir haben das Beet fertig und wir haben auch gleich genügend Zutaten für das Boot. Wo ist denn die Axt? Ja, ich habe doch die Axt dabei. Mann, Mann, Mann. Läuft heute mal wieder. Aber ich freue mich, dass das jetzt mit den Bienen klappt. Ich habe die halt wirklich falsch rum angebaut. Sodass das die eine Öffnung des Bienenstockes immer zu war. Ja, ich werde wahrscheinlich morgen in der nächsten Folge mal wieder ein paar Kommentare einblenden. Bin jetzt die letzten Folgen einfach nicht dazu gekommen. Weil es halt wirklich immer Aufnahme fertig, schnell hochladen lassen, direkt anziehen, auf Arbeit fahren. Deswegen ist dann immer schwierig, wenn man erst noch Kommentare raussuchen, Screenshotten einfügen und so weiter muss. Werde ich definitiv in nächster Zeit mal wieder tun. So, ach, sieht das geil aus. Schaut euch mal das Riesengelände an. Bis auf diese kleine Ecke da am Dach, die ich unbedingt fertig machen möchte. So, jetzt sag mir bitte, dass hier irgendwo noch eine Birke rumsteht. Da unten. Dann können wir nächste Folge damit starten, ja, entweder Boot bauen, ich denke mal Boot bauen, auch wenn es jetzt nicht lange dauert, aber wir sind schon ganz, ganz knapp vor Folgenende. Ich esse jetzt trotzdem nochmal fix was. So, wir brauchen noch 12 Edelholz. Und dann gehen wir mal ein bisschen auf Weltreise. Wie viele haben wir? 12? Was habe ich gesagt, wir brauchen? 12, ne? Ich hoffe, 18 hatten wir, ne? Oder 17, ich weiß es nicht. Ich hoffe 18. Ja, das ist ein bisschen doof gelaufen hier. Ich weiß auch nicht, wie wir die am besten wieder... Oh Gott. Wie wir die am besten wieder rauskriegen. Sind halt einfach hier runtergepoltert. Und im Wasser kann ich halt nur schwimmen. Da kann ich nicht mit einem Arm schwimmen und mit dem anderen hacken. Ja, was wir uns früher oder später auch mal noch überlegen müssen, wie machen wir hier einen Eingang? Wir müssen ja irgendwie draufkommen. Ich habe erst überlegt, ob wir es einfach nur mit einem Portal machen. Dass wir so ein Portal einfach hier vor den Zaun, also hinter den Zaun von hier aus gesehen, stellen. Dass wir einfach immer nur mit Portal in die Basis reinkommen. Ja, und was ich auch noch überlegt habe, ja, ich erzähle euch das noch kurz. Ich würde eigentlich ganz gerne hier noch wie eine zweite Reihe machen. Weiß nicht, ob jetzt unbedingt mit dem Holz oder mit Stein, aber vielleicht hier so hin. Dass wir dann immer an den Eckpunkten eine Treppe haben. Also, dass das zu ist, hier so lang über das ganze Teil und wir dann hier oben einfach auf der Höhe von hier bis hier drüben, wo dann die andere Mauer kommt, einen Weg haben, wo wir langlaufen können. Da
dass wir uns halt einfach überall auf dem ganzen Zaun draufstellen können. Weiß nicht, vielleicht an jeder Ecke eine Leiter. Und oben langlaufen können, um unsere Base zu verteidigen, wenn hier wieder ein Angriff kommt. Weil jetzt durch den Zaun kriegen wir keinen Gegner erledigt. Wäre halt auch geil, ne? So ein bisschen wie bei so einer Burg halt. So dieses, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ne? Dieses Drumherum halt. Also hier nochmal Steinmauer hochziehen, ein paar Leitern irgendwo hin. Hier in den Boden, dass wir hier überall langlaufen können. Ich bin noch am überlegen, ich werde vielleicht mal ein kleines Stück bauen und schauen, wie es aussieht. Aber geil wäre es natürlich schon. So, wir haben alles, hoffe ich. Lasst mal schauen. Sag bitte, es waren 18, genau. Passt. So, dann müsste ich das Boot bauen können. Ne, 20 Harz fehlen noch. Komm, wir flanken das noch ganz schnell hier hin. Dann haben wir das die Folge auch noch erledigt. So, gib mir das Boot. Die Karfe. Ach, scheiße. Naja, gut, aber es sollte ja nicht wegschwimmen. So war es zumindest bis jetzt. Also stellen wir es gerade hinstellen, wäre schon cool. Zack. Dann steht es erstmal hier. Dann muss ich hier mal noch ein bisschen freiklopfen, dass wir das wieder ordentlich hier reinkriegen. Dann haben wir doch ein bisschen was geschafft. Vollmond mit einem Boot. Sehr schön. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.